Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Bei mir geht es heute um das Zelt von Ayamaya. Das hat einen Sonnenschutzfaktor 30 und hat eine Wassersäule von 3000 mm, ist aus Polyestermaterial und kostet momentan 160 Euro, sollte für 4 bis 6 Personen geeignet sein. Wir haben am Wochenende hier so einen kleinen Zeltübernachtung gemacht. Da habe ich meine Erfahrung gesammelt. Jetzt läuft auch wieder der Rasenmäher von dem Sportplatz. Ich hoffe, dass man meinen Ton doch noch ganz gut hört und ich nicht zu viel nachbearbeiten muss. Ja, wem das Ganze hier interessiert, ich baue das Ding auf, zeige alles, was dabei ist und dann zeige ich diese spezielle Anleitung. Ich hoffe, dass es bei mir klappt, wie man das viel besser abbauen kann. Weiter geht's nach meinem Intro. Ja, die Herausforderung, habe ich ja gerade schon immer gesagt, liegt hier draußen immer so. Wo stelle ich meinen Ton auf? Klappt es überhaupt? Bin ich jetzt noch im Fokus drin? Ich habe dieses kleine DJI Osmo Pocket und ich bin gespannt, wie es dann in der Nachbearbeitung aussieht. Ja, wir haben hier dieses ganze Teil. Das hat auf der Rückseite nochmal so ein kleines Teil, wo man sich das Ganze auch hier ganz clever auf den Rücken zerren kann. Ansonsten haben wir schon so eine Strandmuschel, die habe ich auch mal getestet, die war richtig klasse und die war genauso verpackt, bloß um die Hälfte kleiner. Was jetzt auch noch mit dazu kommt, wir haben hier einen tollen Wind, also ich freue mich schon aufs Aufbauen, aber das ganze Ding soll in wenigen Sekunden sich entfalten, das war auch am Wochenende so, bloß habe ich ungefähr 2 Stunden lang damit verbracht, das nach dieser Faltanleitung wieder zusammenzufalten. Also es hat nicht geklappt. Jetzt gucken wir mal, wie das Ganze funktioniert. Man sieht schon, das hat hier einen Druck. Jetzt drehen wir das einmal rum. Ich hoffe, dass mein Ton noch klappt. Das ist die nächste Sache. So. Und wie man schon sieht, ist auch hier einfach die Terrasse nicht dafür geeignet, ein Zelt aufzubauen. Aber was will man machen, wenn man es nicht dreckig machen will? So. Doofe Idee, ich mach's doch auf dem Rasen. Ja, da bin ich wieder. Also war eine blöde Idee auf der Terrasse, hätte ich mir gleich denken können. Wir gehen jetzt runter. Ich habe es hier auf dem Rasen dann endlich hinbekommen. Ja, die Führung um das Zelt rum mache ich jetzt mit dem internen Ton vom DJI. Ich hoffe, dass es alles packt. Also hier drin sind genug Heringe, um das ganze Ding außenrum festzumachen und Schnüre, insgesamt 4 Stück, um das hier an den seitlichen Befestigungen hier zu verschnüren. Man hat jetzt hier noch was und hier und kann sich auch noch Schnüre dazu kaufen. Das ist kein Problem. Das, was wir hier sehen, ist der Eingang. Da hat man hier Klett. Wenn ich das jetzt vom Wochenende noch fixiert hätte, wird es ein bisschen besser gehen. Also wir haben hier Klett und haben hier oben Schlaufen. Das ganze Ding kann man dann auch richtig gut nach oben binden, je nachdem, wie man das haben will, zu oder offen. Was schade ist, dass man hier nicht noch irgendwie ein Gestänge dabei hat oder jedenfalls eine Vorrichtung. Hier kann man kein Vordach draus machen. Jetzt gucken wir mal, was ich auch gemerkt habe am Wochenende, diese Reißverschlusssache geht richtig gut und flüssig. Wenn das gespannt ist, natürlich ein besser. Hier hat man dieses Zelt, kann man nicht sagen, aber hier hat man praktisch diesen Vorraum. Und was toll ist, der Dreck, der hier sich sammelt, da hat man direkt den Untergrund. Wenn man natürlich hier campt, kann man sich eine Folie unterlegen, aber hier Schuhe abgestellt oder Sachen, die man nicht braucht. Was viele Brennen interessiert, dieses Zelt kann man vom Äußeren trennen. Man hat hier diese Schluppen und da oben ist eine rote Schluppe. Das heißt, hier wird einfach die Mitte angezeigt, einfach hier überall ausgehängt. Dann kann man das außen waschen oder trocknen lassen
und hat praktisch dieses Innenzelt noch gut. Hier hat man auch Reißverschluss, hat hier drüben seine Schlaufen. Die sind ein bisschen länger gemacht und zwar, jetzt kriechen wir mal rein, mit Schuhen, Mensch. Das Tolle ist, man hat hier auch noch die Möglichkeit, einfach irgendwas hinzuhängen, Haken. Ja. Hier ist eine Tasche. Da ist irgendwo noch mal ein Adapter, glaube ich, drin. Da unten liegt er, den habe ich vergessen. Hier ist eine Tasche, da kann man Kleinigkeiten reinmachen. Den muss ich gleich mitnehmen. Dann hat man hier von der Innenseite eine Öffnung, Mückennetz. Und kann hier die Öffnung machen und ist dann gleich draußen. Dieses Fenster zeige ich dann auch noch mal von außen. Dann hat man hier Klettschlupf. Dann hat man hier so ein Klett, da kann man auch irgendwas dranhängen. Hier oben ist so ein Haken für eine Lampe etc. Da vorne, das zeige ich auch von außen, ist die Belüftung. Die ist auch ganz praktisch angemacht und ansonsten war es das. Was ich zum Innenraum sagen kann, ich gehe jetzt mal ein bisschen zurück. Wir hatten hier am Wochenende Matratzen drin, aber ja, so vom reinen Gefühl her, 6 Personen finde ich hier stark übertrieben. Also man muss ja auch gucken, ISO-Matten oder Luftmatratzen sind dementsprechend groß. Ich denke mal, dass hier Hartanschlag mit 5 Personen einfach möglich sein kann. Aber zu viert schläft man hier in der Regel einfach besser und bequemer. Wir haben die Nacht einfach eine gute Belüftung gehabt. Das hat gut gehalten. Da kann ich wirklich nichts sagen. Jetzt gehen wir mal kurz auf die Außenseite. Und jetzt gucken wir uns nochmal hier dieses Fenster an. Es ist überall auch hier mit Glätt. Und dann kann man das genauso hier aufmachen. Reißverschluss hoch. Ja, und dann hat man das hier wieder zum Aufwickeln. Hier ist das, was ich von drin schon mal aufgemacht habe. Also man kann hier richtig viel Luft reinmachen. Und hier auf der anderen Seite hat man dieses Teil zum Anstellen. Oder ich mache das gerade hier innen rein. Und klebt es dann hier fest, wenn ich das nicht möchte. Also da kann man echt nichts sagen. Wenn man sich jetzt die Größe, ich gehe jetzt einfach mal einen Schritt weg hier, betrachtet von diesem Monstrum. Ja, wenn ich da früher an meine Kindheit denke, so einen kleinen Packen hat man gehabt. Und da hat man so ein 2-Personen-Zelt rausbekommen. Das ist natürlich schon toll. Wasserdicht müsste es sein. Es hat am Wochenende ein bisschen genieselt, wie wir drin waren. Hat sich schön angehört. Drinnen war nichts. Klar, Feuchtigkeit muss man immer wieder bedenken, dass hier Luft durchzieht. Und ansonsten hier diese ganzen Teile sind gut vernäht. Hier unten hatte ich die Heringe drin. Und da war alles in Ordnung. Hier sieht man nochmal den Dreck vom Wochenende. Aber ansonsten hier dieses Gestängesystem ist richtig gut gemacht. Ich bleibe jetzt hier unten auf dem Rasen, stelle das Stativ hin und zeige euch einfach mal, ja, wie es im Internet gezeigt worden ist, wie man es am besten abbaut. Ich hoffe, dass ich es denn auch so hinbekomme. Ganz kurz, ihr könnt jetzt alles von mir halten. Viele sagen wahrscheinlich, Mensch, wie bekloppt stellt der sich an. Aber ich habe den ganzen Sonntag damit verbracht, nach dieser Faltanleitung hier vorne, ja, wo der kleine süße Chinese das in 2 Minuten macht, das zusammenzufalten. Dann habe ich mir noch ein Video angeguckt. Zum Schluss hat sich herausgestellt, Mensch, das ist für ein 3- bis 4-Personen-Zelt. Wer das zusammenkriegt, ist schön und gut, bloß habe ich bisher noch keine plausiblen Videos gesehen, wo das so
dargestellt wird, dass das einfach wunderbar funktioniert. Ich hatte bei diesem Pop-up schon Probleme. Und gestern das Zelt, das war ja zusammengepackt, ihr habt es ja gesehen, das hat meine Frau gemacht. Die hat auch eine halbe Stunde gebraucht. Also ich packe das jetzt so in den Keller, weil ich einfach keinen Bock mehr habe. Das Teil ist top. Das Ding ist absolut genial zum Schlafen. Preis-Leistung kann man nichts sagen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, fürs Zusammenbauen, ich habe keinen Ingenieur oder sowas, aber das ist eine Packung, ja. Wenn man da anfängt mit diesen Drähten und dann geht's da nicht und da nicht und dann stellt sich einer vor, du stehst auf dem Campingplatz und willst da das Ding, da wirst du zum Gelächter, da brauchst du erstmal drei Bier, bis du ruhig wirst. Also zusammenbauen, schrecklich. Wer es drauf hat, kein Thema. Aber für mich ist es nichts. Ich pack's jetzt in den Keller und frag später meine Frau, ob die es zusammen macht. Ich danke trotzdem fürs Video. Ich hoffe, ich habe alles gezeigt. Wer Fragen hat, einfach kommentieren. Ich packe den Link unten rein. Jetzt fängt Rocky wieder an. Danke. Wo war ich? Ja, wem das Video gefallen hat, einen Daumen hoch, auch wenn ich es nicht zusammenbauen konnte. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.